Hallo meine Lieben, herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal, Mensa Bastelbude. Ich muss mich schon wieder zurückmelden, ich hatte ja schon wieder viel versprochen, was ich mache, nicht? Aber jetzt geht's weiter, weil ihr werdet jetzt gleich sehen, warum ich ein bisschen deprimiert war mit meinem ganzen Kram. Das ist jetzt Werkstatt Nummer 3. Das ist jetzt diese Werkstatt, wo ich euch gesagt habe, die so klein, wo ich dran bin, wo ich nicht weiß, wohin mit meiner Sache. Das seht ihr auch gleich. Also ich habe auch schon mit der Sache aus dem Schrank geräumt. Ich habe eine Alternative bekommen, die zeige ich euch jetzt im Anschluss. Ich zeige euch jetzt erstmal, was ich gehabt hätte, wenn ich jetzt nicht die andere Alternative noch genommen hätte. Da seht ihr selbst, ihr werdet wahrscheinlich hier auch frustriert. Ihr wisst, ich hatte eine riesen Werkstatt gehabt und überall in meiner ganzen Wohnung, also unserer ganzen Wohnung, sind Kisten, Kasten, Werkzeuge verteilt und alles. Das ist ekelhaft, wenn du nicht richtig arbeiten kannst. So, und jetzt wäre es halt auch platzmäßig blöd gewesen. Meine Frau zeigt euch das gleich. Ja, also wie gesagt, unordentlich wie Sau, weil ich schon wieder am Ausräumen bin. Aber es wäre halt klein schnucklig. Aber was machst du klein schnucklig? Kleine, keine Ahnung, Elektroarbeiter. Also ich hätte gar keine Möglichkeit gehabt, irgendwas zu machen. Da ist der Eingang, das ist quasi unser Vorflur, Bad, hinter mir Kinderzimmer. Hinten dran Wohnzimmer, also der kleine Flur. So, und jetzt wäre das meine Werkstatt. Also wie gesagt, guckt euch die Unordnung jetzt nicht an. Wie gesagt, ich bin schon wieder am Rausräumen, alles. Meine Frau zeigt es euch gerade noch. Vielleicht seht ihr selbst. Ich habe zwar Lösungen, wie ich was festmache, aber ich messe es mal, wenn ich wieder draußen bin, messe es mal. Die Quadratmeterzahl ist eigentlich gar nichts. Wie gesagt, da hätte ich halt nur hier seht die Schränke. Da hatte ich mein ganzes Festool-Zeug drin, hier mein Festool-Zeug. Ja, da waren dann so ein bisschen Bastelsache drin. Aber ihr seht ja nichts, der oberste Kompressor draufstellen, hier meine Trommel. Also alles auf allerengstem Raum. Und wie gesagt, das habe ich jetzt alles schon wieder rausgeräumt und du findest auch keinen Fortgang. Wo räumst du noch was hin? Wo machst du den noch Platz? Wenn ihr jetzt die neue seht und dann wisst ihr, um was es geht. Okay. So, jetzt geht es ja weiter. Den Flur kennt ihr ja. Da hatte ich ja schon Filme gedreht in dem Flur mit meiner Tischkreissäge, die ich leider verkauft habe. Und da vorne ist unsere Haustür, wo diese Glastür ist. Links nebendran ist die Haustür. Nur, dass ihr mal euch einen Blick macht. Ich hab's zum Glück nicht weit. Dann geht es hier rein. Rechts die Tür jetzt. Genau. Wenn ihr jetzt mal hier reinschaut, das ist ja gleich. Das ist jetzt zwar ein bisschen abgewinkelt. Das wird jetzt der größte Teil abgebaut, da kommt meine Werkbank hin. Da hinten wird ein Teil vom Schrank. Hier ist eine riesige Schrankwand, wo ich richtig Platz drin habe hier. Das ist jetzt, so, das ist jetzt richtig Platz. Die offene Fächer kann ich wieder für meine Systeme nehmen, dass ich gleich richtig rankomme. Und da werde ich noch Systeme, wie gesagt, ich habe jetzt Platz ohne Ende. Genau, da oben kommt dann meine Beleuchtung wieder hin. Die Schränke kommen raus, da kommt der Schrank von draußen noch rein. Und ja, da kommen meine LED-Lampen hin. Wie gesagt, das kommt weg bis hier hin. Das stellen wir schon so größere Stücke ab. Da stellen die auch ein bisschen fest, vielleicht mache ich auch mein Holzlager rein. Und dann habe ich wieder eine gescheite Fläche. Ich werde nicht den Zug, wie so viele, ich will das einfach nicht euch zeigen, wie ich die Schublade dann baue, weil erstens mache ich mehr auf Upcycling. Das habt ihr ja auch in der anderen Dings gesehen. Werkstatt jetzt in der kleinen, so ähnlich würde ich das hier auch machen. Und mal Videos mit Schubladen zusammenbauen oder irgendwelche Schränke und Kram. Ich zeige euch immer zwischendrin Endresultate. Ich möchte ja mehrere kleine Fachvideos machen, wie tue ich eine Armatur montiert oder so Sachen. Und von den anderen Videos, ich denke mal nicht, das weiß ich noch nicht, weil vielleicht stehe ich noch Werbepartner, werde ich wahrscheinlich auch keiner haben. Wie gesagt, alles, was ihr wieder seht, bis jetzt, zum heutigen Stand,
Wir haben heute 4.5. Bis zum heutigen Stand ist alles, was ihr in Zukunft seht, selbst gekauft. Ich sage es halt immer wieder, auch schon wegen YouTube, Finanzamt und die so Videos, alles selbst gekauft, selbst finanziert. Also wie gesagt, das war mein großer Frust, warum ich auch die Werkstatt nicht mehr aufgemacht habe, richtig gescheit, weil ich wusste nicht, wohin mit meinem ganzen Garn. Wenn du von so einer vierfach großen Werkstatt in so ein kleines Ding macht, das ist schon übelst brutal und die ganze Wohnung zusteht mit Kiste und Kasse. Das wird sich jetzt hier wieder ändern, weil, ja. Aber wie gesagt, das kann ich wahrscheinlich auch nur 1,5 Jahre nutzen. Aber das 1,5 Jahre habe ich, weil, wie ihr seht, ich brauche hier nicht viel machen, meine Werkbank wieder aufbauen und dann einsortieren. Und dann war es das ja für die Werkstatt an sich schon im Großen und Ganzen. So ein paar Sachen an die Wand montieren, dass ich meine Schraubzwicke wieder quer, weil ich möchte nicht längs, sondern quer. Spare ich viel Platz, wie ihr eben gesehen habt, so ähnlich wie ich das hier mache, Lampe aufhänge. Und dann war es das ja eigentlich schon. Und der Rest geht dann in die Schränke hier. Und dann habe ich genug Stauraum, genug Platz zum Arbeiten. Wie gesagt, die möchte ich mir wahrscheinlich jetzt in der nächsten Zeit, oder zu meinem, ich werde jetzt bald 60, zu meinem 60. Geburtstag, leiste ich mir eine Tischkreissäge. Und es wird wahrscheinlich, kann ich ja sagen, also die ist auch nicht gesponsert, sondern die kaufe ich mir auch von meinem eigenen Geld. Für meine Frau kaufe ich mir die zum Geburtstag. Das wird eine Record Power Sabre 300, die neue. Und vielleicht noch eine kleine Tischleife, keine Ahnung, aber so in dem Dreh. Das werde ich jetzt noch dazu kaufen. Wie gesagt, ich stelle es ja dann vor. Ich werde auch ein paar, weil ich mir in der Zeit, wo ich jetzt die kleine Werkstatt hatte, hatte ich mir zwischendrin auch noch mal ein bisschen was an Maschinen gekauft. Mit dem Ventoro und alles Mögliche. Stelle ich auch so ein bisschen vor. Ich werde ja diese Werkstatt, wenn sie jetzt ein bisschen fertig ist, werde ich dir noch mal kurz vorstellen. Meine ganze Maschine, wie sie aussieht jetzt die Werkstatt. Wie gesagt, ich mache keine Einzelvideos in den Schubladen oder sonstige Sachen, die schon millionenfach auf Video sind. Ja, das war es erstmal im Großen und Ganzen. Ich wollte mich halt hauptsächlich zurückmelden, euch daran teilhaben, dass ihr jetzt wisst, wie es weiterläuft. Und jetzt wird's. Jetzt habe ich auch richtig Lust, wieder was zu machen. Ich habe zwar einen Bandscheibenvorfall, habe ich spitzendigerweise auch, aber ich kann mich noch so bewegen. Meine Frau hilft mir sehr viel, eine Freundin wird noch helfen, ein Arbeitskollege wird vielleicht noch helfen und dann kriegen wir das schon hin. Gut, in dem Sinne wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Vorab wahrscheinlich auch schon, weil bis dorthin, ich werde schon einiges jetzt schaffen bis nächste Woche. Aber wünsche ich euch trotzdem schon mal einen schönen Vatertag. Und Muttertag für die Frauen schön, der ist ja auch am Sonntag schon, nächsten Sonntag. Und bis dorthin, tschüssi.